Hallo, in der heutigen Late Night Show geht es um Aliens, welche die euch essen wollen und welche die euch zusammenflicken. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Ich bin ja selber schuld. Wir haben zwei Alien-Titel heute. Einmal eine Story-Erweiterung für das Alien-Rollenspiel von Free League und einen Comic mit dem Titel Resident Alien. Und wie meistens, wenn wir Rollenspiel und Comic haben, fangen wir mit dem Rollenspiel an. Alien, the Role-Playing Game Heart of Darkness ist eine Box, in der eine Session bzw. ein Setting drin ist für Alien in der cineastischen Variante. Man kann dieses Rollenspiel, wir haben es ja schon vorgestellt, einmal als Kampagne spielen, was ich gerne die Aliens-Variante nenne, und einmal in der Alien-Variante, wo man Charaktere hat, die auch verborgene Agenten haben und die innerhalb von einer Session durch drei Akte geleitet werden und danach auch wahrscheinlich entweder tot sind oder es ihnen nicht so gut geht oder sie vielleicht auch einfach keine Abenteuer mehr erleben wollen. Heart of Darkness ist der dritte Teil von einer lose zusammenhängenden Reihe von solchen Story-Erweiterungen, lässt sich aber auch problemlos als alleinstehende Geschichte spielen. Das Setting ist eine Station in der Nähe von einem außergewöhnlichen schwarzen Loch, das erst seit kurzem existiert. Und diese Station ist gleichzeitig auch noch ein Gefängnis. Das sind offensichtlich Themen, die man gerne mag, sowohl bei Alien als auch bei anderen Horror-Science-Fiction-Rollenspielen. Und man wird dort als eine Gruppe hingeschickt von der Weyland-Yutani Group, um eine Untersuchung anzustellen, denn in dem Plasma, das rings um das schwarze Loch herumwirbelt und das von der Station aufgefangen wird, um daraus Energie zu schöpfen, sind Lichter gesichtet worden, die offensichtlich eine gewisse Intelligenz beweisen. Lebendige Lichter und ein neuer, im All lebender und offensichtlich harte Strahlung ertragender Organismus wäre höchst interessant für Weyland-Yutani. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Wenn man dort ankommt, hat man keinen Kontakt zu den Leuten auf der Station und dort ist schon Furchtbares geschehen, das man dann genauer erkunden kann. Die Charaktere, die man spielt, sind vorgegeben, beziehungsweise man hat eine Auswahl aus einer Handvoll davon und die haben auch in dem beiliegenden Kartenpack einen Hintergrund beziehungsweise jeweils eine Agenda. Das heißt, wir haben das auch ein bisschen testgespielt. Man sucht sich den Charakter aus nach der groben Beschreibung. Zum Beispiel, ich möchte den seltsamen, leicht punkigen Wissenschaftler spielen, der sich als Scherz ein Tattoo von einer Gefangeneneinrichtung hat tätowieren lassen, spielen. Und dann kriegt man eine Karte, die einem sagt, wer ist diese Person eigentlich wirklich? Und das geht dann über den Lauf des Spiels weiter, so dass man immer ab bestimmten Punkten, die storytechnisch einen Schritt weitermachen oder einem neue Geheimnisse eröffnen, eine neue Agenda bekommt, die auf der ersten aufbaut. Zum Beispiel, wenn die erste war, ich möchte mehr über diese eine Person rausfinden, die hier ist, und dann hat man das rausgefunden, ist der nächste Schritt zum Beispiel, du möchtest unbedingt, dass diese Person stirbt oder du möchtest unbedingt die Person retten. Nichts davon passiert ja wirklich tatsächlich, ich will nicht spoilern, das ist nur ein Beispiel. Das Setting ist so überschaubar, wie sie es, glaube ich, schaffen konnten, geschildert, indem wir einmal die gesamte Station haben mit den einzelnen Orten darin, wie begehbar sie sind und was für Charaktere sich dort aufhalten und einmal mit einem Zeitablauf, was auf dieser Station eskaliert. Es ist aber so, dass trotz der Mühe, der sich gegeben wurde, es immer noch Punkte gibt, wo ich zum Beispiel als Spielleitung wirklich schauen musste, Moment, wer ist wann eigentlich wo und was ist mit der Notiz bei dem einen Raum gemeint, was dann in einem anderen Raum oder zu einem anderen Zeitpunkt erst geschieht. Das heißt, man muss tatsächlich sich schon ein bisschen mehr einarbeiten, um das Ganze dann flüssig zu leiten, weil es auch wirklich sehr offen ist. Die Leute können auf dieser Station im Grunde überall hin und in einer beliebigen Reihenfolge Leuten begegnen und die einzelnen Probleme auf der Station angehen bei dem Versuch, ihre Agenten zu erfüllen und lebend wieder aus der Sache rauszukommen. Mein Hauptkritikpunkt aber ist, und das liegt vielleicht daran, dass es der dritte Teil in einem losen Dreiteiler ist, dass es wirklich sehr, sehr, sehr schnell zur Sache geht. Man hat kaum einen Fuß auf die Station gesetzt, da kann schon einem das erste wirklich große Monster begegnen. Und das ist für mich irgendwie ein bisschen zu schnell gewesen. Ich mag an alienartigen Settings, dass sich die Spannung erst Stück für Stück aufbaut. Und hier ist es so, dass man quasi irgendwie, man ist 5 Minuten auf der Station und man sieht schon das erste nichtmenschliche Ding, was bizarre Sachen macht. Und der Stress steigt. Ich hätte mir also gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen weniger mit der Tür ins Haus fällt und nicht sofort etwas mit vielen Tentakeln versucht, einen zu essen.
Spielmaterialtechnisch ist es sehr gut aufbereitet, abgesehen von der ungebrochenen Vorliebe, in hellem Text auf dunklem Papier zu drucken, was gerade wenn man stimmungsvolle Beleuchtung anmacht, wirklich überhaupt nicht mehr hilft. Die Karten aber sind wirklich in allerbester Qualität. Also das sind mit die stabilsten und schönsten Spielkarten, die ich gesehen habe, was fast ein bisschen schade ist, weil die meisten davon nicht mehr nutzbar sein werden, wenn man diese Story einmal durchgespielt hat. Es ist so eins von diesen Nobel-Rollenspielprodukten, wo man sauber schön alles in einer Box bekommt und danach ins Regal stellt und wahrscheinlich nicht mehr benutzt. Und wenn man es dann umrechnet, wie viel eine Kinokarte gekostet hätte, ungefähr für die gleiche Zeit, wie man daran spielt, dann ist es immer noch das wert. Aber es ist manchmal etwas verblüffend, sozusagen, wie viel wenig Zeit mit wie viel Spielmaterial damit bedeckt wird. Insgesamt ist es aber ein solides Produkt und ich würde ihm 7 von 10 möglichen Punkten geben. Wechseln wir zu Resident Alien, die Geschichte um ein Alien, das auf der Erde festsitzt und eigentlich nur eine ruhige Kugel schieben will. Das Cover mag es nicht direkt verraten, aber Resident Alien Band 1, Willkommen auf der Erde, ist in erster Linie ein Krimi. Als in einer US-Kleinstadt ausgerechnet der einzige Arzt ermordet wird, wendet sich die Polizei an den Doktor im Ruhestand, der abgeschieden an der Ortsgrenze lebt. Er soll bei den Ermittlungen helfen, muss sich aber auch bald mit den Wehwehchen der Kleinstädte herumschlagen. Dass er ein grünlicher Außerirdischer mit spitzen Ohren ist, bemerkt dabei, dank Science-Fiction-Magie, keiner. Naja, zumindest fast keiner. Das Alien, das sich Dr. Harry Vanderspiegel nennt, ist vor Jahren auf der Erde abgestürzt und wollte sich eigentlich aus allem heraushalten. Und jetzt muss es einen Mord aufklären. Die eigentliche Krimi-Story ist relativ banal und die Auflösung ein wenig enttäuschend, aber es wird eine größere Geschichte geteasert, die Dialoge machen Spaß und das Konzept des Aliens, das von niemandem wahrgenommen wird, ist unverbraucht. Angeblich kamen die Macher wegen eines Bildes von Elvis Presley auf die Idee, der unerkannt in einem Diner speiste. Resident Alien versprüht angenehme US-Retro-Vibes und bringt Motive klassischer Science-Fiction mit, ist aber in jeder Hinsicht ein moderner Comic mit etwas Augenzwinkern. 8 von 10 Punkten. Übrigens, verfilmt wurde das schon, und zwar mit Alan Tudyk. Gesehen habe ich das nicht. Ich kenne auch niemanden, der es gesehen hat. Entschuldigung. Das war's für heute. Wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und lasst euch nicht von Aliens fressen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hilft natürlich wie immer einen Daumen hoch, den Kanal abonnieren, uns weiterempfehlen und wenn ihr wirklich hardcore dabei seid, natürlich auch unser Patreon, der euch Zugang zu kleinen Dingen von hinter den Kulissen bietet und vor allen Dingen zu unserem Patreon-Discord-Server, auf dem es ganz viel noch weitere Aktionen gibt und auch die Möglichkeit zum Beispiel sich auszulosen lassen für Spielrunden mit mir und Nico. Das war's. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, also okay, jetzt kommt einmal das und dann brauchen wir noch die. Und was ist heute eigentlich dran? Bof oder Shaka Win? Hi. Ich bin's, der Walker. Ja, manch einer kennt mich ja hier von Pequot Bay als Joe Beaufort oder Star Wars Shaka Win, ne? Und jetzt kommt als... ich war wegen was an. Genau, ja. Wenn ihr in dem Video ein Like geben würdet, wäre das ziemlich dufte. Jeder Like unterstützt und natürlich jeder View, den ihr hier macht. Oder wenn ihr schon bis hierhin geguckt habt, stolz, bravo und Dankeschön. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann natürlich abonnieren, ist klar, ne? Und ja, wenn ihr noch eins oben drauf geben wollt, haut da halt die Glocke drauf, ne? Kein Thema. Und dann war noch... Genau, Patreon. Patreon ist auch noch so eine Möglichkeit, um die Orgenspalte uns hier alle ein bisschen zu unterstützen. Und das niedrigste Tier, wisst ihr, das ist schon eine Pizza im Jahr weniger. Und kann man mal machen, denke ich mir jetzt. Wenn man Patreon ist, dann kriegt man auch noch Zugang zum Discord-Server, beziehungsweise zu speziellen Channeln im Discord-Server, denn der ist jetzt nämlich frei. Ich glaube, da gibt es gar einen Link in der Beschreibung. Irgendwas anderes war noch. Ich muss mich jetzt eigentlich nur entscheiden, schönen Abend wünsche ich, oder Tag, oder Morgen, oder wann auch immer ihr das Video seht, wünsche ich euch auf jeden Fall noch, ich muss hier noch ein bisschen was organisieren, wie ihr seht. Ciao, ciao, macht's gut, bye, bye!